Und damit herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Mission 3. Nur die Oberfläche. Alcantos bei den Göttern. Mutter Atlantis schickt ihren besten Admiral, um für mich zu kämpfen. Gütige Worte, König Agamemnon. Und wen haben wir hier? Ajax, welche Überraschung, euch so wohlbehalten hier zu sehen. Diese trojanischen Hunde versuchen es immer wieder, mein Freund. Gut, euch wiederzusehen. Warum so fern der Heimat? Nun, irgendjemand musste euch ja helfen, dies hier zu beenden. Sie halten Helena hinter ihren Mauern gefangen und wir konnten bis jetzt nicht durchbrechen. Das wird sich bald ändern. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu unserer Schlussoffensive, Alcantos. Lasst eure Leute an Land gehen und ein Lager im Osten aufschlagen. Aber seid auf der Hut, es gibt dort trojanische Späher. Danach beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Angriff. Alles klar, okidoki. Wir haben ja als die Belagerer von Troja eine echte Streitmacht, nicht wahr? Und wir haben einen neuen Charakter und einen neuen Helden kennengelernt. Nee. Ajax. Nee, habt ihr nicht. Ajax hat auch eine Spezialfähigkeit. Wir sehen bald, was er kann. Er ist von Grund auf ein kleines bisschen stärker als Akantos und hat mehr Lebenspunkte, kann dafür aber nicht buffen, sondern macht etwas anderes. Nee. Ja, meh. Nicht meh, es ist meh. So, Ajax, zeig mal, was du kannst. Klatsch! Er kann einfach Leute wegschubsen mit seinem Schild. Finde ich klasse. Und jetzt sind unsere Gegner mal die Griechen. Klar, wir kämpfen schließlich gegen Troja. Habe ich vorhin eigentlich Atlantis gesagt, dass wir Atlantis belagern? Wir belagern Troja. Also, so, ich weiß, bin mir gerade nicht sicher. Sollte ich es gesagt haben? Entschuldigung. Das ist voll meh. Ah, stimmt, Hühner gibt's ja auch. So, bitte eine Siedlung bauen. Bitte Hühner schlachten. Weil ich glaube, die kriegen nicht mehr Fleisch. So, ein paar Ziegen haben wir ja auch da. Ich glaube, an den Schweinen ist am Ende am meisten dran. Ich glaube, die können wir ewig weit hochmästen. Aber Ziegen sind auch nicht verkehrt. Oh, da haben wir noch ein Dorfzentrum. So. Wunderbar. Ja, ihr wisst noch nicht, wohin mit dem Fleisch, kann ich verstehen. Merken? Zwei Leute sind noch zu wenig. Ich brauche mindestens 3 bis 4, um die Siedlung schnell aufzubauen. Vielleicht wirklich alle. Wäre eine schöne Stadt. Da oben haben wir die Mauern von Troja. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Troja, Atlantis, wo ist der Unterschied? Sind im Prinzip beides Mythen. Diese Schiffe kommen aus den trojanischen Häfen. Hi. Von diesen Häfen aus wird die Stadt versorgt. Wir müssen sie zerstören. Gut. Alter. Nicht schön das Ganze. Brauchen wir viel mehr Dorfbewohner, um wirklich eine Grundversorgung sicherzustellen. Los, Ajax, schubst das Schild weg. Schubst hier mit deinem Schild das Schiff weg. Das wär's echt so klatsch. Das Schiff liegt weg. Also, das würde ich dann echt mal Kraft nennen. Und vor allem würde er jeglichen Gesetzen der Physik trotzen. So, machen wir ein Lager aus hier hin. Das bietet sich an, direkt neben Gold und neben Holz. Die Hühner geben uns noch ein bisschen Nahrung. Wir holen uns mal den Köder auch her. Sonst, wir haben noch keine Speer. Erkunden wir einfach mit unseren Truppen hier ein bisschen. Diese Häfen müssen auf jeden Fall weg. Ja, das ist sogar unser Hauptziel. Und nicht mein Nebenziel. Alles klar. Holz. Machen wir noch die Sammelratenhöhe. Die Kunstspeicher können wir dann eigentlich auch gleich gebrauchen. Ich hoffe, der Köder holt dann auch bald mal die Rehe ein bisschen näher ran. Den Kunstspeicher klatschen wir mal hier oben hin. Da ist noch eine Ziege. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Fleisch dran.
Es kann doch sein, dass die Ziegen genauso viel Fleisch bekommen wie die Schweine. Kann doch sein, dass ich mich geirrt habe. Sehr gut möglich. So. Oh, da kommen langsam mehr Rehe. Rehwild, Gazelle. Mutter Natur. Natur. wie war das nochmal von wegen so schnell es geht hier mal ins Zeitalter voranschreiten? Wollen wir mal einen Tempel. Oh, Bär. 200 Nahrung. Muss man halt erstmal erlegen, ne? Ist ja auch wieder der Fall, dass die Dorfbewohner den unbedingt erlegen müssen. Sonst gibt er kein Fleisch, kann ich mir vorstellen. Reichen 4. Versuchen wir es mal. Ihr habt ja Bögen. Ja, mecker doch rum. So, so viele brauchen wir nicht anbeten. Ein paar kommen mal zurück. Jetzt brauchen wir 400 Nahrung. Nein! Auf dem Schwierigkeitsgrad darf ich mir jetzt eigentlich nicht erlauben, so herumzutrödeln und rumzuäumeln. Gut, wir spielen jetzt nicht auf Titan, da muss wahrscheinlich fast jeder Handgriff sitzen. Aber ich habe trotzdem nicht so eine hohe Fehlertoleranz. Wo ist denn hier bitte so eine Gischt? Beziehungsweise so. Ist hier irgendwo ein Land? Ein Strand oder so? Weil da die Wellen so gegenschlagen? Ja, Schiffe sollten wir eigentlich auch mal bauen. Vor allem auch so Nahrungsversorgung von See sichern. What? Was war denn das? Ui, da ist auch noch ein Bär. Prostagma, Firiftis. Oh ja. Wir auch mal alle mit angreifen, das finde ich auch cool. Holen wir uns mal einen Pegasoi und jetzt machen wir endlich mal Upgrade. Kavallerie einhalten. Komm, machen wir mal Hermes. Wir hatten jetzt mal Ares, machen wir jetzt mal Hermes. So, machen wir ein paar Fischkutte. Und machen wir das Upgrade schneller. Hi, ich möchte nur durch. Ich möchte nur durch. Scheiße, jetzt tötet mich da. Ich glaube, das tötet mich. Ja. Na gut, so viel zu erkunden gibt es hier wohl auch sowieso nicht. Trotz allem würde ich dann trotzdem bald gerne ein paar Verteidigungstürme haben. Ihr geht mit zum Holz. Aber auch viel mehr. So, unser Pegasus schaut mal ein bisschen lang. Oh, ich bekomme den sogar regelmäßig. Das ist cool. Poseidon ruft ein weiteres Hippocampus herbei, um das Meer zu bekämpfen. So, ich möchte mal wissen, was da hinten ist. Da spült was gegen. Das irritiert mich. Bäh, Schlachtschiff. Yay, klassisches Zeitalter. Na komm, schlag mal die Ziegen. Oh, hier ist der Stein. Der Stein ist diesmal früher verfallen. Wahrscheinlich ist es nicht nach einer Zeitbegrenzung, sondern nach einer gewissen... Ja, gut, steht da, glaube ich, auch dabei. Nach einer gewissen Anzahl von Tieren verfällt der Zauber. Ach du lieber Gott, Schatten des Hades. Das sind Hades-Anbeter. So, fällt da auch mehr. Dann geht's mal ab hier. Und jetzt sollten wir mal gucken. Machen wir zuerst mal einen Stall, weil wir sowieso auf Kavallerie gehen hauptsächlich. So.
Da werden wir angegriffen. Und wir machen mal die Glocke. Mist, meine Leute werden eingekreist. Shit. Und ich helfe noch mit dabei. Schützt die Dorfbewohner. Wir haben den Heimvorteil. Waffenstillstand. Das könnte im Notfall echt helfen, wenn wir so von so hinterrücks angegriffen werden. So, Hippikon. Kavallerie stark gegen Bogenschützen. Machen wir mal ein bisschen Kavallerie, würde ich sagen. So, alle Mann wieder raus. Fuck, haben wir viele Dorfbewohner. Und trotzdem noch nicht genug, wie ich finde. Oh nö, oder? Da kam jemand vor mir auf die Idee, dass man hier mit viel Kavallerie kommen könnte. Ach du lieber Gott, sind das viele. Sogar mittlere schon. Ja genau, zieh die mal ein bisschen näher ran. Verteidigungsfeuer hier. Ja, die sind stark gegen Bogenschützen, von daher nicht die Bogenschützen so nah ranlassen. Die haben auch schon mittlere. Und wieder raus. Wir bräuchten schnell mal mehr Truppen. Habe ich so rausgefunden. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist knackig, ich merke schon. Dann reparier erstmal bitte. Den Waffenstillstand will ich mir noch ein bisschen aufheben. Tatsache, hier ist ein bisschen Land. Mit einem, mal wieder mit einem Affen drauf. Der bringt sogar 100 Nahrung. Affenfleisch. Ich weiß ja nicht. Oh, der Haufen ist ziemlich ungeschützt, wenn ich das richtig sehe. Bitte schneller berittener Bogenschütze mit treffsicherem Schuss. Die können wir eigentlich mit statt den normalen Toxoten nehmen. So, vor allem Holz. Holz ist gerade mit am wichtigsten. Mittlere Kavallerie. Sichtweite, das ist okay. Und Geschwindigkeit und Angriffsstärke. Ihr, da oben, macht mal was Sinnvolles. So, mal alles ein bisschen befestigen hier. So, dann können wir demnächst sogar noch ein Dorfzentrum holen. Vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Obwohl, ich glaube, wir können noch nicht, oder wir könnten vielleicht schon Handel betreiben. Weil man kann ja tatsächlich zwischen zwei Dorfzentren, zwischen zwei eigenen Dorfzentren hin und her handeln. Wie schon bei AOE 2 ging. Ich darf bloß keine neue, oder muss ich da näher ran? So. Nee, geht nicht. Wahrscheinlich erst im nächsten Zeitalter. Alles klärchen. Holen wir noch mehr von euch. Ja, machen wir das mal. Kriegt man die schließlich umsonst. Und die können besser spähen. Es kann schon helfen. 200 Holz für einen. Das ist schon übel. Komm, holen wir noch ein bisschen Holz hier dazu.
Verbessern wir noch ein bisschen die Defensive. Oh, da kommen sie. Alter, mit Minotauren. Übrigens, Kavallerie kann auch weggeschleudert werden. Das schaut ziemlich übel aus, wenn so ein Kavallerist mit seinem Pferd so weggedonnert wird. Schatten des Hades. Super. Los, Helden auf die mythischen Einheiten. Alter, die Arme. Voll gegen den Tempel. So. Ging ja besser als letztes Mal. Trotz allem wäre ein bisschen mehr Schutz nicht verkehrt. Villa errichten wir mit Gold. Ist auch ganz interessant. Wisst ihr was? Ich werde sogar so errichten. Ich werde eine kleine Befestigungsanlage so machen. Ich werde jetzt nicht unbedingt abgrenzen, schon allein, weil die Bäume eh verschwinden werden. Aber ich werde hier so ein bisschen Schutzwall ziehen, dass die Leute einmal außen rum müssten, um meine Türme zu treffen. Das ist schon nicht verkehrt. Nicht gerade ineffizient. Troja hat das heroische Zeitalter erreicht unter Aphrodite. Ja, super. Hi. Geht mal alle weg. Geht mal alle hier rein. Eine Schmiede haben wir auch noch nicht gebaut, die brauchen wir fürs nächste Zeitalter. Machen wir mal. So, hier wird auch mal bitte fertig gebaut. So, hier läuft noch alles. Wir brauchen noch Häuser. Das war's. So, die Schmiede verbessert mir einfach mal alles. Und jetzt können wir uns auch mal ein paar Zentauren holen. Mal einen weniger und dafür das Upgrade noch. So eine Kavallerie-Armee aus hier. Hippikon und Zentauren könnte auch sehr interessant sein, vor allem sehr schnell. So, nächstes Zeitalter. Und da hätten wir wieder das. Letztes Mal haben wir... Ah, stimmt. Ja, ich würde trotzdem gerne hier Aphrodite nehmen, weil ich mal diesen nemeischen Löwen sehen will. Andererseits haben wir hier Seeeinheiten. Nee, wir machen mal tatsächlich Dionysos, einfach weil wir hier jetzt gerade die Seeeinheiten brauchen. Wir könnten Skiller sehr gut gebrauchen, genauso wie die Pentekonter verbessern. Machen wir mal ihn. Aphrodite kann davon anders zum Zug kommen. So, könnten noch mal überlegen, bald anzugreifen. Könnten aber noch Belagerungseinheiten gebrauchen. Da wir Ares nicht haben, haben wir keine Zyklopen. Was bedeutet? Wir bräuchten Katapulte. Die kriegen wir erst im nächsten Zeitalter. Niemand zum Anbeten da, sehe ich gerade. Ist auch nicht so dolle. Und was wir auch mal machen könnten, ist unser umsonsten Pekar. Na gut, zwei Glauben braucht er trotzdem. So ganz umsonst ist es doch nicht. Schaut jetzt ein bisschen doof aus, was ein bisschen schräg ist, aber ist okay. So, weiter upgraden. Und jetzt könnten wir auch Hydras machen. Hatten die Belagerungsschaden? Ich glaube, die hatten keinen. Oh, und wir können Festungen machen. Nützlich. Ich glaube, da platziere ich hier unten dann eine hin. Jetzt können wir nämlich auch ein weiteres Dorfzentrum machen. Wir können... Ich glaube, aus der Festung kommen auch die Belagerungseinheiten raus.
Von daher kommt mal alle her. Das können wir dann bald machen. So, und du hast... Ja, du hast wirklich merklich mehr Aufdeckungsreichweite. Hallöchen, nächster Angriff. Schon mal gleich im Voraus. Stell ich mal vor, ich hätte jetzt... Die haben den Löwen. Stell mal vor, ich hätte jetzt die Festung gebaut. Hätte ich wieder doof geguckt. So, ihr geht auf die Bogenschützen. Die zählen, glaube ich, trotzdem als Bogenschützen hier. Die Pelltasten. Jetzt kann ich Ziele frei wählen. Obwohl, er kann das sowieso auf den Löwen. Ich will wenigstens seine Werte mal angucken können. Hammer. Okay, Festung bauen. Festungen sind wie die Burgen. Ich hätte sie eigentlich weiter hier unten platzieren sollen. Da würden die Dinger auch auf See verteidigen. Und jetzt können wir also einiges machen. Wir können uns hier beispielsweise Skiller holen. Skiller ist ein echter Skiller. Und das sind die Panther-Konter. Hammerschiff, stark gegen Belagerungsschiffe. Und was steht hier hauptsächlich? Belagerungsschiffe. Gar nicht mehr so verkehrt. Vor allem, da wir Häfen zerstören müssen. Hafhäfen. Goldmine hält auch lange. So, machen wir mal alle ein Stück besser. Und die Lebenspunkte aller Einheiten geringfügig verbessern, ist auch nicht verkehrt. So, Zugpferde. Geschwindigkeit von Belagerungswaffen erhöht, hätte ich gerne. Und dann nehmen wir mal die Katapulte mit. An sich sind wir sowieso gerade ein bisschen mobiler mit unserer Armee unterwegs. Wir brauchen einfach viel mehr Ressourcen. Das läuft immer noch nicht so ganz flott. Ein paar mehr Häuser werden es auch tun. So, sobald die zweite Siedlung steht, dann müsste ich auch mal mehr Leute hinziehen als nur einen. Holz sieht mittlerweile ganz okay aus. Hallöchen. Oh, ist das eine Reichweite? Ja, super. Arbeitet die ewig lang, wird jetzt abgeschlachtet. So. Wir können dann mal langsam an den ersten Angriff gehen. Die Bronzerüstung können wir uns dann auch noch geben. Da ja Bronze so widerstandsfähig ist. Aber okay. Lebenspunkte aller Einheiten. Da möchte ich mal wissen, wie viel das ist. Machen wir es ein bisschen später. Dass wir das jetzt sehen, weil bei den Hopliten können wir uns dann kein Beispiel nehmen, wenn die gerade abgegradet werden. So, eine Hydra hätte ich dann auch gerne noch. Lebenspunkte, Angriffsstärke und Reichweite von Dorfzentren. 5 weitere Einheiten können rein. Gar nicht mal so verkehrt. So, Hopliten sind zu schweren Hopliten ausgebildet worden. Und jetzt gucken wir mal an, was die Lebenspunkte so machen. So, das sind mal Hopliten, die man tatsächlich mal Hopliten nennen kann. Es kommt schon eher ran. So, 143. 149. 6 Lebenspunkte mehr. Das ist nichts. So, noch ein paar Belagerungseinheiten dazu. Ein paar Pferdchen können wir dann auch gleich noch machen. Die haben hauptsächlich Anti-Infanterie. Das heißt, mit meiner Kavallerie bin ich da ganz gut aufgehoben. Kommen sie raus? Schauen wir mal, ob sie rauslocken können. Na super, da kommt die nächste Angriffsarmee. Mein Stück zurück. Ja, jetzt kommen Hopliten mit dazu. Das macht mir meinen ganzen schönen Plan kaputt. Gut, alle drauf. Vorsicht vor den Hopliten. Hopliten. Was ist dieser blöde Löwe? Akato, schrei mal. Ich glaube, das ist Autosave, dass hier wieder so ein bisschen einfriert.
Πρόσεχε. Εισβολή. Πρόσεχε. Σω. Was das macht? Esto, esto. Schießen wir weiter drauf auf die Türme. Dann machen wir mal hier den absoluten Skiller. Das ist nicht Skiller, das ist Skiller. Autschi. Oh, wir können den Hafen schon von hier zerstören. Das ist auch nicht schlecht. Klung, klung. Lege esto. Vulame. Galosch. Lege, fertimos. So. Etimi. Dann macht mal bitte hier restlich dicht. Schaut jetzt nicht ultra hübsch aus, aber es ist zweckmäßig. Gut gemacht. Jetzt, wo die trojanischen Häfen zerstört sind, kann Agamemnons Armee landen. Ah, wir kriegen Verstärkung. Boah, Gold. Nicht schlecht. Prodromos, ihr seid gegen Kavallerieeinheiten gut. Oh, stimmt, wir haben eine Maximalbegrenzung an Truppen, die wir mitnehmen können. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir die Katapulte extra. Dann machen wir es so. Das ist so die Kernarmee. Dann haben wir noch Obliten dabei. Da haben wir Skilla und ein Pentekonto. Die hauen gerade gut auf die Belagerungsschiffe. Und ja, eigentlich sollten wir den Last Hit Skiller lassen. Weil jetzt gibt's dann immer noch keinen zweiten Kopf. Mensch. Aber ihr merkt, wie effektiv die sind. Das ist schon cool. So, hier hätte ich gerne euch auf die 1. Meine ganze Kavallerie gegen die Bogenschützen auf die 2 und meine Belagerungseinheiten auf die 3. Hier Belagerung bitte. Obwohl das wenig mit Belagerung zu tun hat. Belagerung kommt ja wirklich vom Wort lagern. Also tatsächlich sich so hinpflanzen und die Gegner aushungern. Natürlich gehört auch mit dazu, die ein bisschen mit Belagerungsgerät zu beschießen, klar. Aber Belagerung wird von vielen ein bisschen falsch verstanden meistens. Belagerung war um einiges weniger episch, als man sich meistens vorstellt und als man es in Filmen sieht. Da oben geht's nach Troja, da wollen wir glaube ich nicht hin. Wir wollen da lang. Gucken wir mal, ob der unser Skiller das hinkriegt. Oh, Goldprobleme. Ich merk's. Wir haben hier nicht mal mehr neue Goldquellen. Da müssen wir hier oben was erschließen. Halleluja! Kannst du entkommen? Keine gute Idee, ich merk's schon. Ich versuch zu kämpfen. Und down. Schade. Aber gut, machen wir es auf die klassische Art. Hm, hier wird mal angegriffen. Wir brauchen halt Gold. Hier wird mal auch angegriffen, aber das dürfte noch gehen. Wir haben noch das Dorfzentrum dabei. Ihr geht mal auch mit rein, um die Feuerkraft zu erhöhen. Hm. Auf die Distanz nicht angreifen. Wir gehen auch mal mit rein. So. Oh Gott, die haben Kolosse. Silberkolosse. Zwar keine Goldkolosse, aber trotzdem übel. Da kümmert sich meine Hauptarmee drum. Und ihr... Ja komm, da können alle mit drauf. Und ihr schießt mit dazu drauf. Weil Kolosse sind schon üble Einheiten. Ist auch meine Lieblingseinheit hier bei den Griechen. Goldkolosse am Ende. Das ist einfach Creme de la Creme. Drauf. Reiß die Tore ab. Nö. Das ist alles Anti-Infanterie. Da kommt unsere Kavallerie drauf.
Ihr kümmert euch mal darum. Prostagma. Prostagma. Lenke. Gut, die sind zwar nur gut wegen Bogenschützen, aber die dürfen trotzdem einen Vorteil gegen die haben. Lenke. Prostagma. Vorsicht. Pan. Ich wollte nicht, ich mag ihn. Skilla ist wieder da. Ach, geht die mal kaputt? Und geschafft. Klar hätten wir das viel, viel schneller machen können, aber ich nehme mir gerne Zeit bei solchen Missionen. Alles klar, das war Mission 3 und ich würde sagen, das reicht so für die erste Aufnahme. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann zu Mission 4 übergehen. Bis dahin. Bye bye.